So schlimm ist es auch nicht. Es ist zwar bullenheiß in Wilhelmshaven. Wetter ist wunderbar. Ein wunderschönen guten Tag erstmal. Wir werden jetzt wieder zum Acker fahren. Ich glaube, ich werde mich heute mal ein bisschen in die Fliegen schmeißen. Weil bei dem Wetter, besser geht's nicht. Ich war gestern hier schon in einem kleinen Waldstück. Ja, da war ich auch in einem wunderschönen Waldsee schwimmen. Vielleicht filme ich euch das nochmal irgendwann und zeige euch das. Aber jetzt geht's erstmal auf zum Acker. Und danach denke ich mal in die Fliegen. Also viel Spaß. Ja, auch sowas gibt's mal zu essen, ne? Und weiter geht's. Hier gibt's so viele schöne Engen. Und die ganzen Wilhelmshavener motzen immer darüber und ich verstehe immer überhaupt nicht wieso. Und ich werde euch, denke ich mal, nach und nach immer mal mehr zeigen, damit auch ihr versteht, was ich an meiner Stadt so lieb. Ich meine, ihr kennt das mit Sicherheit selber, dass Leute aus eurer Heimatstadt so sehr über den Ort schimpfen und ihr einfach gerne da lebt, vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr auch gerade weggezogen, weil euch so viele Sachen gestört haben. Aber ich glaube einfach, wenn man in der Stadt aufwächst, dann setzt man ganz schnell Scheuklappen auf und verschließt die Augen schnell vor dem, was man eigentlich hat. An dem Ort und an den Menschen. Und es ist hier einfach wunderschön. Das ist einfach da leben, wo andere Urlaub machen. Und deswegen lebe ich hier auch gerne. Liebt den Ort, die Menschen, zwar dickköpfig, aber ehrlich, meistens zumindest, ehrlicher als woanders. Und hier wird dann auch mal mit dem Auto gebremst, wenn jemand über die Straße will. Und das hat man sonst kaum. Also ich kenne es zumindest nicht. Ich meine, wenn das bei euch zu Hause ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich natürlich interessieren. Aber ich zeige euch gleich, wo wir nachher nochmal ins Wasser springen werden. Da wären wir dann jetzt auch wieder. Wir werden mal direkt gucken gehen, was sich hier so getan hat. Ich sehe das von Weitem schon. Die Möhrchen sehen super aus und die Zucchinis vor allen Dingen. Die Zucchinis, Leute, ich werde es euch zeigen. So was Geiles. Ich finde es total klasse. Allerdings müssen wir heute noch mal ins Unkraut gehen, aber ich zeige euch eben, wie das hier aussieht. Oh, mal lieber die Möhrchen. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Guckt euch mal die Möhrchen an. Guckt euch das an, wie die am sprießen sind. Die sind am wachsen und da sind Disteln zwischen und da werde ich heute beigehen. Aber trotzdem sehr geil. Ihr seht das. Hier vorne, da und da und da und da und da und da. Und das werden alles Möhrchen. Sehr geil, da freue ich mich schon drauf. Da gibt es dann einen Topf draus. Nehme ich euch auch mit. So, die Zwiebeln, die fangen langsam schon an weiter zu verdorren. Das heißt, eventuell kann ich die nächste Woche schon ernten. Und dann gibt es mit mir auch das Let's Cook. Ne? Dann gibt es Zwiebelkuchen. Dankeschön nochmal an eure ganzen Einsendungen für die super Rezepte. Finde ich sehr cool, habe ich mir teilweise schon mal angeguckt. Ich sehe das gerade, muss ich euch auch unbedingt zeigen. Guckt euch mal den Urwald an hier nebenan. Meine letzte Woche war das noch so lütt. Das war fast einen halben Meter kleiner. Das ist alles Soja. Sehr geil. Hier der Kartoffelacker, den werde ich nachher auch noch mal durchpflügen. Aber wir kommen jetzt mal zu den Zucchinis. Guckt euch mal die Prachtpflanzen an, was da passiert ist. Zwischendurch hat es mal ein bisschen geregnet. Das hat den Pflanzen ganz gut getan. Ich werde da jetzt mal reingucken. Jo. Sind ein bisschen am Verdorren. Da unten, da, guckt mal. Da wächst schon eine. Hier. Ha, ist das geil. Und da vorne. Und da drüben. Alles voll. So, mein kleines Sorgenkind fängt langsam auch an, Früchte zu tragen. Das ist doch super. Und dafür werde ich mir dann im Nachhinein auch ein Rezept holen. Für Zucchini-Suppe, wenn das dann ausreicht. Ansonsten gibt es sie gebraten. Oder was, weiß der Geier was. Ne? Ja, das sieht doch alles gut aus.
Ich werde mich mal jetzt an die Arbeit machen und dann hören wir uns gleich wieder. Dann jetzt schon mal aus. Wie gesagt, die Zucchini ist total stolz. Voller Stolz gucke ich da drauf. Sehr geil. Freut mich total, dass die so groß werden. Die werden auch noch größer. Ja, sonst seht ihr hier jetzt nochmal die Möhrchen. Ein bisschen aufgeräumt habe ich dazwischen. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich fragen, warum ich das immer mit den Händen mache. Aber ich zeige euch mal, auch wieder aus der Nahaufnahme, warum ich das mache. Ihr seht hier vorne zum Beispiel so ein kleines Pflänzchen, was noch nachkommt. Das ist auch noch eine Karotte. Muss noch mal suchen. Hier haben wir zum Beispiel auch noch mal so eine kleine. So, und wenn ich da jetzt mit schwererem Gerät, wie zum Beispiel einer Hacke oder sowas reingehen würde, dann würde ich die alle kaputt machen. Und hier seht ihr auch noch mal schönen großen Möhrchen. Also die kommen richtig gut. Das sind zwar nicht viele, wenn man bedenkt, wie viel ich ausgesät habe, aber das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Acker, kleine Bestandsaufnahme, bisschen was gerissen heute, das passt schon. Ich werde jetzt leider ins kühle Nass springen, weil bei dem Wetter, was willst du anderes machen, ne? Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Zocken und wir sehen uns beim nächsten Mal im Stream. Also haut rein, ciao.